So, Freunde, ja, anscheinend ist es doch nicht vorbei mit Amnesia. Ja, ich bin wieder hier, denn ich habe vor lauter Freude, dass der Pestor 1349 bei mir mitkommentiert hat, habe ich hier was vergessen. Den Agrippa. Ja, also wird es jetzt ein extra Part, ich weiß nicht. Also gibt es drei Enten. Somit werden wir dann drei Enten sehen. Wir werden drei Enten sehen. Hey. Aber jetzt müssen wir erstmal hier Blut rausholen. Ich zeige euch gleich mal, welches Labor wir übersehen haben, oder ich. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Blut. Ja, und hier haben wir eine Knochensäge aufgehoben. Damit können wir... Ja, den Akron, ich weiß, ich weiß. Ja, ja. Ich kann damit hier... Ne, das würde alles nur verderben. Gut, das verstehe ich noch nicht. Aber ich gehe jetzt erstmal da hinten hin. So, hier hinten gibt es ein Labor. Das habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Oder war ich hier? Habe ich schon vergessen, dass ich hier war? Auf jeden Fall denke ich mal, ja, da habe ich schon was hier angemacht. Ein kleines Feuerchen, in dem ich da dran gedreht habe. So, und jetzt? Das Blut muss gereinigt werden. Jetzt verstehe ich das nicht so. Feuer? Feuer tötet ja Bakterien, genau. So. Damit werden die Bakterien jetzt getötet. Aufgenommen Tonikum, noch nicht vollständig. Ja, ja, das muss erstmal hier rein. Oder dahin. Und jetzt muss da aber, glaube ich, noch etwas rein, oder? Hier. Oder Moment mal, ich mach mal hier was. Ups, ey, komm, 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 komm. Steh nicht im Wegstuhl. Da passiert jetzt nichts. Hier kann ich auch etwas drehen. Kann ich da vielleicht die Knochen reintun? Indem man sie zusammendrückt. Ach, okay, okay, dann das hier. Alles klar, jetzt pressen wir das Gift aus der Drüse. Der Saft sollte erst aus der Drüse gedrückt werden, wenn sich ein passender Behälter darunter befindet. Ich habe keinen passenden Behälter. Das da vielleicht, oder wie? Leute, ich habe keinen Behälter. Wo ist der Behälter? Habe ich da jetzt wieder was kaputt gemacht? Ne, hier ist so ein Ding. Wo ist denn der Behälter? Ja, Freunde, sorry. Ich dachte, ich habe jetzt hier wieder so einen Behälter vergessen und habe deswegen einen kleinen Schnitt gemacht, weil ich jetzt nicht Stunden hier sitzen wollte und rumrätseln wollte. Aber ich habe es jetzt rausgefunden. Ich habe hier den Knochen reingetan. Ja, anscheinend bräuchte ich doch die, brauche ich die Säge doch noch nicht. Okay, da haben wir jetzt den Knochen irgendwie zerdrückt oder ich weiß nicht. Irgendetwas haben wir damit gemacht. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch hier den Behälter jetzt wieder. Und so, jetzt können wir die Giftdrüse. Komm, 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 komm. Ausquetschen und haben jetzt Gift in unserem Tonikum. Jetzt ist es anscheinend vollständig. Sehr gut, so. Und jetzt müssen wir zu Agrippa. Okay, ich habe keine Angst. Okay. Okay, wir müssen das Tonikum jetzt ihm geben und dann mit der Säge seinen Kopf abtrennen. Den Kopf absägen? Ja, ja, mache ich ja. Oh Mann, oh Mann. Da habe ich ja echt was verpasst. Ist wahrscheinlich das beste Ende. So, da haben wir jetzt ein Köpfchen. Und was ich damit machen muss, weiß ich auch schon. So, ich zeige euch jetzt mal was. Ach, jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Ach, na. Ja, ja, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Wir gehen jetzt zum Altar. Bla bla bla, die Ansicht ihres leblosen Körpers. Ja, das war echt doof, dass ich das alles übersehen habe. Ich dachte halt, man kommt nicht zum Ende, bevor man Agrippa gerettet hat. Aber scheint wohl nicht so zu sein. Ach, jetzt muss ich diese Maschine da nochmal neu... Ach. Komm, lauf, Freundchen. Lauf, lauf, lauf. Oh, da ist ein Zombie. Oder da ist ein Monster oder sowas. Auf jeden Fall muss ich jetzt darüber, genau. Lauf, 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 lauf. Ja, wir machen jetzt einen kleinen Speedrun.
Und ich dachte, ich habe Amnesie jetzt hinter mir. Aber ist anscheinend nicht der Fall. Gut, jetzt hier nochmal die Kugel zusammensetzen. So, gleich haben wir's. Und gleich nochmal zu der lauten Maschine. Alles klar, so. Jetzt darf ich nur nicht dem Monster in die Hände laufen. Aber es ist nach rechts gelaufen, ne? Und wir müssen jetzt nach rechts, verdammt. Steht es da hinten? Ne, es ist da nicht. Gut. Wobei, es könnte jetzt hier um die Ecke irgendwie lauern oder so. Boah, nein, gut. Hier sollte ich nochmal hier genau so einen Stein nehmen. Moment, so. Und dagegen werfen. So, und uns selber verletzen, verdammt. Heilen wir uns mal kurz mit ein bisschen Laudanum. So, das hätten wir jetzt geschafft. Aber da hinten kommt jetzt jemand uns besuchen. Jo, da kommt es. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder verstecken. Ach, ist das schön, wenn man alles weiß. Dann hat man gar keine Angst mehr. Ja, und wir können hier diesen Kopf von Agrippa bewundern. Ja, der abgetrennte Kopf von Agrippa. Gut, schön. Ist ein schöner Mauszeiger, oder? Wenn man rechtsklickt, macht schließlich so das rechte Auge oder so. Gegenstand kann nicht auf... Ja, ja. Ist schon klar, aber... Wo ist jetzt unser Freund? Kommt er denn überhaupt hier rein? Also ich höre noch nichts. Ich höre kein Geklapper. Weil ich anscheinend ganze Zeit laber. Ist er da? Nee, ist nicht da, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, es geht weg. Okay, es geht weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich habe keine Zeit. Ich wollte eigentlich heute nichts mehr aufnehmen. Und wo ist es jetzt? Okay, da drüben, stimmt. Nicht angucken. Nicht angucken. Es geht aber jetzt... Oh, dahin. Verdammt, ist es im letzten Part ja auch. Scheiße. Na, na, na. Oh, es ist hässlich. Wird mir ganz schlecht. So. Jetzt ein bisschen warten, bis es weg ist. Ich hoffe, dieses... Au! Okay, das haut zu. Es haut zu. Ich hasse diese Dinger. Alles ist gut. Okay, mir geht's gut. Ja, ich muss da lang. Ich glaube, jetzt ist es weg. Au! Okay, ich sehe es nicht mehr. Aber es sieht uns. Komm, lauf, 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 lauf. Okay, es ist weg. Gut. Was irgendwie komisch ist. Aber gut, komm, lauf, 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 lauf. Und jetzt sind wir im inneren Heiligtum. Na, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur so eine Folge, die ich schnell aufnehme. Damit ihr alle Enden zu Gesicht bekommt. Und ja. Ich wollte eigentlich nichts aufnehmen. Ich wollte eigentlich gleich los. So. Jetzt runterrennen und da müsste gleich dieser Raum sein, wo wir... Ja. Wo wir... Ach genau, hier diesen Hebel betätigen müssen. So. Und jetzt da hinten, was ich zufällig entdeckt habe. Ja, ich kann da was lesen, das wollen wir jetzt aber nicht. Eins. Okay, jetzt ist das mit Blut gefüllt und jetzt... Ach, sieh an. Ich musste mich gar nicht zu Tode stechen. Gut. Da hattest du recht, der Nakron. Ach, übrigens, danke nochmal an Johnny Fi oder so. Ich habe deinen Namen jetzt vergessen, aber... Dass du mir gesagt hast, wie das dritte Ende erreichbar ist. Ja, danke. So, okay. So, und jetzt öffnet sich das Ganze. Ja, die komischen Geräusche machen mir auch keine Angst mehr. Wäre aber schön, wenn du jetzt... bisschen schneller laufen könntest. So, denn ich möchte keine zwei Parts draus machen. Autsch, ja, das tut weh. Ah, verdammt. So. Was? Okay. Rein in die Kugelkammer. Dort wartet Alexander auf uns.
Ja, wenn Alexander nicht gewesen wäre, wäre er jetzt noch unschuldig und würde genauso unschuldig sterben. So, jetzt passt auf, wir müssen den Kopf, Au, okay. Ah, hier. Ach, ich muss jetzt auf das Portal, muss jetzt warten, bis sich das Portal öffnet, okay. Alles klar, aber jetzt... Nee, du bist nicht gut, glaub mir. So, jetzt aber, jetzt. Noch nicht geöffnet, okay, verdammt. Öffne dich. Öffne dich, Portal. Nein, noch nicht. Na komm. Kann ich mich hier irgendwie hinglitschen oder so? Nee, gleich zerstöre ich das Spiel und muss dann alles nochmal laufen. Na, ah, komm, Spiel. Mach mal hin, ne? Ja. Schwebende Steinstücke. Blaues Feuer. Ein fliegender Alexander. Wieso ziele ich immer genau auf diesen Genitalbereich? Okay, egal. Ja, ich wollte das Ende. Das Ende, komm. Muss ich da was machen? Was machen? Vielleicht hier was berühren? Nein. Gut, so. Hat sich's geöffnet? Öffne dich, komm. Ich will es auch noch nicht umkippen. Komm. Ich habe jetzt Angst, dass ich, wenn ich das umkippe, dass dann alles irgendwie wieder kaputt ist. Schnellspeichern geht auch nicht. Komm, Spiel. Ah, jetzt. Jetzt werfen wir es rein. Wird sich sehr bald öffnen. Was? Jetzt? Jetzt! Es ist offen, okay, rein mit dir. Bye bye, Alexander. Gut, das war das dritte Ende. Au! Oh! Ach, wir sterben beide. Ach, mit Blüten und so. Das ist wahrscheinlich das schönste Ende, oder? Kommt da noch was? Ein Extra-Level vielleicht oder sowas? Hallo? Okay. Sternenstaub und... Rosenrote... Ach, ich kann gehen! Ach, sag's doch! Mein Gott! There he is. Do you see him, Vaya? He deserves so much more. Alles klar. Please, help him. I know you can. Okay, das ist auf jeden Fall ein schöneres Ende. Don't worry, Daniel. It will be all right. Okay. Hat er gerade Agrippa mit uns gesprochen? Das habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen. Hat sich aber nicht wie Agrippa angehört, nein. Okay, wir sind jetzt ins Licht gegangen. Das heißt, ja, wir sind ins Licht gegangen. Wir sind tot. Oder gab es da jetzt noch ein Ende, dass ich irgendwie nach hinten gehen konnte oder sowas wie bei Metro 2033? Okay, ich hoffe, ich habe euch jetzt alle Endings gezeigt. Wieder mal ein grandioses Spiel. Ja... Super Spiel, jetzt habe ich alle Enden. Jetzt freut sich jeder. Und was kann ich an dieser Stelle sagen? Ja, morgen kommen keine Videos. Heute habe ich ja genügend hochgeladen. Morgen mache ich eine kleine Pause. Frag nicht wieso. Und dann geht es übermorgen wieder weiter mit Condemned Criminal Origins und Super Deadle World. Deadle World, ich weiß es nicht. Aber wir sehen uns dann dort.